Oel Bjerrmann steht bei uns, bevor es gleich nach Mannheim geht. Oel, wie groß ist die Vorfreude auf das Spiel morgen, auf das Spitzenspiel morgen? Ja, groß. Guter Gegner, gute Atmosphäre, gutes Stadion, viele Zuschauer von uns und du hast gesagt, ein Spitzenspiel, da freut man sich natürlich drauf. Wie groß ist das Selbstvertrauen in der Truppe aktuell? Ich glaube, ihr habt eine tolle Serie hingelegt, ihr zwei Unentschieden eingeheimst, die, wo ihr vielleicht auch gerne drei geholt hättet, glaube logisch. Wie ist die Stimmung? Ja, die Stimmung ist gut und das Selbstvertrauen ist natürlich groß. Hast du ja gerade schon gesagt, wir sind einfach gut drauf. Wir haben jetzt wieder fünf Spiele in Folge nicht verloren, 11 Punkte geholt. Ja, wir freuen uns, fahren echt mit großer Vorfreude da gleich hin und holen 3 Punkte heute Morgen. Auf was für einen Gegner müsst ihr euch einstellen? Auch einem Gegner, der zu Hause viele Tore schießt, der ja, zu Hause generell sehr, sehr erfolgreich ist. Ja, ist einfach eine gute Mannschaft, haben ein paar erfahrene Jungs, ein paar junge Jungs, die es sehr gut machen und ja, von daher wird es eine interessante Aufgabe, ein richtig guter Gegner, hitzig, es wird ein spannendes Spiel, denke ich. Auch für euch vielleicht eine bisschen andere Aufgabe, ist kein größerer Spieler mit drin, glaube ich, im Sturm, sondern eher kleinere, schnellere Spieler, für euch dann eine andere Situation? Ja klar, jetzt am Wochenende hatten wir Vermeer, der war natürlich groß, jetzt haben wir kleinere, vielleicht wendigere Spieler. Ja, es ist völlig normal, jeder Gegner versucht uns halt auch vor Aufgaben zu stellen und das wird wieder eine interessante Aufgabe für uns, aber ja, ich bin da ganz optimistisch. Inwieweit ist es ein besonderes Spiel aufgrund der Tabellenkonstellation oder ist es eins von vielen? Nein, es ist sicherlich ein bisschen besonders, weil es natürlich, es ist eng oben, ist, die Spiele werden weniger, ist völlig normal, aber trotzdem gehen wir das Spiel ja, jetzt nicht völlig überstrapaziert an. Wir freuen uns darauf, wir wissen, dass es sehr wichtig ist, wir wollen unbedingt gewinnen und ja, so fahren wir da auch dahin. Inwieweit merkt ihr die Unterstützung, aber auch die Euphorie der Fans, der ganzen Stadt? Also ich glaube, man merkt, wie viele Leute mitkommen, wie voll das Stadion zu Hause ist. Inwieweit nehmt ihr das wahr? Ja, natürlich nimmt man das wahr. Das heißt, die Heimspiele jetzt gegen Freiburg 2, 13.000, das ist natürlich unfassbar, dass da so viele waren und auch in Essen. Man merkt das, das gibt uns auch einen Push, ist völlig normal und deswegen freuen wir uns, dass jetzt wieder in Mannheim wieder viele Fans mitkommen. Heute vielen Dank, viel Erfolg. Ja.